Welcome back. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe Tal falsch geschrieben. Also wird ein Tal geschrieben, Doppel-A oder AH? Aha. Erstmal hier recherchieren. Warum steht der schon wieder auf der Seite? Ja. Tal wird aber mit Tal geschrieben, ne? Oder nur mit A. Ach, Tal wird nur T-A-L geschrieben. Ah. Berg und Tal tatsächlich. Lol. Ja gut, dann Tal. Also der hieß scheinbar doch Juju Uwu. Ich dachte, das Uwu war nur so ein Anhängsel, also. Redet hier rüber oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich brauch's mal ab. So, und zwar meine ich das Ding hier. Und zwar bei minus 2, 6, 2, 4, 6, 4, 3, 1, 4, 1, 0, 2, 3. Und das hier ist auch eher eine 3. Sowieso eine 4. Was machen wir da? Egal. Da sollte genug Abstand zwischen den Häusern sein. Hauptsache, die nehmen meine Bäume mit. Ohne meine Bäume möchte ich nicht leben. Die gehören dazu. Ganz wichtig. So. Ich hätte die Frage, hören die mich? Haben dieses... Wow, chill, bro. Haben die dieses Mind-Test? Es ist ja einfach so viel drauf. Ich guck mal bei Discord. MT. Wie wird in Discord geschrieben? Also bei DI ist es auf jeden Fall nicht. Da ist nur Digi-Lines und das war's. Na, also ungefähr. Achso, sieht ihr gerade gar nicht. Wegen meiner guten Kameraplatzierung. Da. Ist nur Digi-Line. Nichts damit Discord. Ey, ist es weg. Also Discord MT heißt das Ding schon mal nicht. Vielleicht hieß es dann MT Discord. MT, das MY. Ne, MT ist auch gut das eine hier. Dann vielleicht Mindtest Discord. MI, wo ist MI? Da ist MA. ME. Da ist Mesecom. Mesecom und da ist MO. Also MI gibt es auch nicht. Ja, nee, also scheinbar eine andere Schnittstelle zu haben. Gut, da ist natürlich die Frage, ob die mich überhaupt hören. Ha! Ich frage einfach mal. Könnt ihr mich hören? Ich bin der Geist. Okay. Naja, entweder sie können mich hören oder nicht. Ist mir auch egal. So.
So, wir haben eine Frage in der Hand, warum eigentlich? Wo fahren wir jetzt eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung mehr. Genau, wir haben hier das erste Ding fertig gemacht. Da würde ich mal sagen, können wir das eigentlich auch weiter hochziehen? Alle hier hinten fehlt noch eins. Aha. Ah, okay, die komme ich hören. Gut. Okay. So, wir machen Bumm. Und das kopieren wir jetzt wieder. Wo ist mein Kopierdings, der Bums da? Okay. Keiner mit Word-Berechtigung online. Naja. Die drei Holzstücke könntest du eigentlich auch selbst rübertragen. Was? Was für Holzstücke? Das aus? Also ein bisschen mehr als drei Holzstücke. Holzstücke? Was für Stücke? Aber. Naja. So, wir lassen uns mal davon nicht weiter ablenken. Damit wir mal mal. Flischer, Flischer. Okay, ich wollte nichts sagen. Ich, aua. Das war ein bisschen weit. Aua. Wir machen mal lieber hier weiter. da brauchen wir das Placement Tool. Wo ist das schon wieder? Da ist es. Du gehst mal nach da. Ich brauche doch, brauchen wir. So ist gut. So, dich kopieren. Oh, ach, leg mich doch am Arsch. Einfügen. Na. So, wieder genau auf die Kante stellen und jetzt einfach zurück. Hey, aua. Na, die paar Stücke Holz, die mal dein Haus werden sollen. Ja, gut. Autsch, verklickt, verdammt. Verdammt. I hate my life. So. Erste Etage. Also, du bist die Umrandung schon mal fertig. Jetzt ist die Frage, ich würde erstmal hier die Seitenwände einfach durchziehen, auch wenn wir dann später natürlich wieder Fenster einbauen werden. Aber damit wir zumindest mal wissen. Ach, du hast es hier vorhin gerade gesagt, ne? Mit deinem komischen Akzent. Aua. Nee, wir brauchen Vollblöcke. Wir haben hier noch ein bisschen Holz. Können wir sowieso lange mal ein bisschen fusionieren. Das Ding werden wir auch mal irgendwo hinstellen. Wie waren das? Die Dinger sind ja unbegrenzt, ne? Wenn ich die jetzt hier oben irgendwo hinpatsche, dann gehen die ja komplett runter, ne? Ich weiß, weil auf meinem Server, da gibt es halt drei verschiedene, oder vier verschiedene Art von Seilen und ich weiß jetzt nicht mehr, welches genau welche Funktion hat. Ich pack das einfach mal daran. Ja, es geht komplett runter, unbegrenzt. Weil es gibt ja auch die Seile, wo dann pro Ding was runtergeht. Uns eins entnommen wird, sprich also wenn wir gerade mal zwei davon hätten, könnte das hier gerade mal ein Block runtergehen. Aber nee, das sind welche, die wirklich komplett runtergehen. Das ist natürlich sehr praktisch. Okay, klingt sehr witzig. Problem ist natürlich, ja, ist das natürlich, jetzt können wir natürlich hier außen nichts dran machen. Außer so. Das heißt, wir müssen. Da müssen wir schon wieder hoch. So, Kacke. Hui. Hui. Wow. Hier rauf. Und hier können wir jetzt.
Das ist ein Block, das ist noch ein Block. Können wir das Ding eigentlich einfach hier ran klatschen, oder? Wo ist das Ding jetzt so? Ungefähr so. Dann müsste das Ding komplett bis auf den Boden gehen. Ach nee, war sogar noch allzu weit weg. Ach, verdammt. Hier ist der Block gerade mal belegt. Das heißt, wir hätten hier einen Bann hinbauen können. Oh, Leute. Was denn los mit euch? So, du kommst nach da. Und du kommst wieder ab. Voilà. Und hier kommen wir jetzt auf jede Etage rauf. Sehr geil. Gut, dann haben wir jetzt einen neuen Fahrstuhl auf der Seite. Müssen wir nicht mal komplett drüber rennen. Ist so krass. Krass korrekt. So. Dann haben wir die erste Kiste. Hängende Laternen. 14 Stück. Können wir mal gucken, ob wir später auch so voran machen können. Alien Ingot haben wir ein paar. Namensschilder haben wir ein paar. Können wir die benutzen, um Sachen zu protecten? Wobei, die hatten wir auch. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles probiert hatten. Wir hatten ja so einige Sachen probiert, glaube auch Name Tags. Weil wir hatten ihren Namen gegeben gehabt, glaube. So. Holz haben wir jetzt dabei? Haben wir dabei. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Gib mir mal alles, was du hast. Das ist Überfall. So, du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da. Natürlich geil, wenn wir die auch ausrichten. So, so. Ey, ach so, halt. Die muss ich nehmen. Bam, bam. So. Lass ich mal. Also machen wir einfach dicht hier und dann gucken wir mal später. Massibitum. Deine Mutter ist dumm. Was ist mit dir los? Am Manakolm. Solche Leute wurden bei mir früher in der Klasse verprügelt. Ha. Weiß ich genau, ich war einer von denen. Also, die verprügelt wurden. Wobei, eigentlich, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also, ich meine, ich war zwar in der Schule damals mal Außenseiter, aber verprügelt wurde ich eigentlich nie. Allgemein, weil es meine Schule damals nicht so eine gewalttätige Schule war. So verprügelt wurde da allgemein kaum jemand. Und ich meine, ja, eben, also, von daher war es ja mit dem Prügeln jetzt eh nicht so sehr an der Tagesordnung. Nein! Baumeister Flo joined. Flo speaks German. So, wir brauchen mehr Holz. Ich mach gleich mal hier, gib mal alles her, alles was du hast. Wir werden eine Menge Holz brauchen, von daher, let's go. So. Denn wir müssen auch noch ein paar andere Sachen hochziehen. So. Und schon ist dunkel in Berlin. Yay. Achso, halt, ich will noch eine Wand. Ich will alles. Das Betrug. So. Du kommst auch weg. Achso, du kommst auch weg. Sehr geil. So, hier kommt auf jeden Fall eine Tür rein. Das ist schon mal klar. Dann würde ich das hier auch so geschlossen lassen. Hier hingegen würde ich schon eine Art Fenster reinmachen auf jeden Fall. Ich bin noch am Überlegen, ob wir die Fenster bis zum Boden durchziehen. Oder ob das nicht schon wieder zu groß ist.
Nee, ich lasse es mal so. Also zumindest das Fenster hier vorne. Das wird ein großes Fenster. Die anderen werde ich nur so 2x3 machen. Ungefähr so reicht hier vollkommen aus. Hier lasse ich komplett zu, weil hier ist ja später der Treppenbereich, genauso wie hier. Da lasse ich erstmal komplett zu. Ich bin am Überlegen, ob wir hier vielleicht das Ding komplett wegnehmen. So als Aussichtsplattform, ne? Weil es ja schon eine Aussicht auf viele rumstehende Menschen. I don't know. I don't know. Ungefähr so. Ja, doch, gefällt mir. So, was wir jetzt brauchen, sind Fenster. Gibt's gar keine. Okay. Oha. Oha. Eher sowas in der Art. Oder klassisch Glas, ne? Mal gucken, was es da so gibt. Gucken wir einfach mal nach Glas. Das ist mir das hier schon. Obwohl, ne, ist eine Tür. Aha. Gibt's auch nichts. Weil das hier. Das ist ja ganz schön niederstichig. Was gibt's denn bei Pain in the Ass? Da haben wir auch wieder nur die hier oder hier oben die Dinger. Was sagt denn Home Decor? Gibt's hier brauchbarere Sachen? Sowas zum Beispiel könnten wir nutzen, wenn wir die quasi anklappen. Habe ich glaube ich schon mal bei meinem Hotel gemacht, glaube ich. Arme. Gibt's denn hier? Hat eine kleine Fenster hier. Dann haben wir auch wieder diese Dinger mit einer etwas gröberen Lager Textur. Flächer, Flächer. Ich klatsche die Typen gleich weg. Ja, die sind mir hier mit diesen tiefen 3 Punkten, die sind ein bisschen zu grobkörnig, sag ich mal. Hallo? Wow. Please don't kill me. Da würde ich dann doch schon eher das hier vorziehen. Glass Table Large. Large. Lutsch. Meine jetzt mit Large noch größer als 1x1? Aber wenn ja, wäre es ja zu groß. Ah, komm mal, komm mal. Ich bin der Überfragte. Was tun wir denn hier? Was zur Hölle? Naja, wenn es mit denen nicht geht, müssen wir also doch die hier nicht nutzen. Beziehungsweise mal gucken, was die Dinger hier eigentlich, ob die praktikabel sind. Ich verstehe jetzt nur nicht, warum die da so einen hässlichen Holzrand haben. Gut, haben wir dann Glas, haben wir noch keinen, haben wir denn Sand? Warum haut er mich? Wow. Ich glaube, er mag mich nicht. Woran das so liegen mag?
klatsche jetzt von hier unten weg. Oh. Deine Mutter. So. Ich glaube aber nicht, dass wir Holz haben. Sand? Wobei doch, wir haben Sand. Warum haben wir so. Warum haben wir Sand? War dann wieder mal Sand abgebaut. Lol. So, machen wir mal wieder die Leiter rein und ein bisschen Sand. Und dann machen wir Dings. Bums. So, wir brauchen definitiv Essen. Wie sind denn unsere Nahrungsquellen? Ach so, siehst du ja, wir müssen ja mal wieder unter die Felder gehen, die radioaktiv verseucht sind. Denn wir haben nicht mehr so viel. Wir haben keine Brote? Nanni? Alles schon aufgefuttert. Ich glaub's ja. Das gibt's ja auch nicht. So, gut, dann hauen wir erstmal ein paar Äpfel rein. Und dann würde ich erstmal unten an den Strand gehen und mal unsere Felder abbauen. Nico, aha. Wir können beide auch mal hier, wobei wenn da hinten alles verseucht ist, die Frage, ob es überhaupt was bringt, hier weiter ranzugehen. Okay, hier scheint sicher zu sein. Hier. Scheint es auch sicher zu sein. Siehst du, wer ist überhaupt der Atmen? Juri! Juri! Warum hast du mir das angetan? Gut, hier scheint auch sicher zu sein. Jetzt ziehen wir mal hier auch lang. Und hier ist ja eh nur noch so kleine Felder. Von daher scheiß drauf. Aber zumindest die Felder, die hier vorne, so die große Fläche haben wir jetzt zumindest. So. Und dann werden wir mal wieder ein bisschen Zeug anbauen. Du nach da und du nach da. Wir brauchen auch eine Hoe. Ja. Meine richtige Hoe. Ja. Dann werden wir mal sehen, was gehauen und gestochen ist. Ja. Okay. Tut mir leid. Schon wieder Gewitter. Dann mal. Gibt es hier Mengenrabatt drauf oder was? So, ein Ei. Klang gerade eher, als wenn ich ein Ei gelegt hätte. Haben wir hier einen Huhn oder was? Ich meine, ich habe vorhin da bei dem Wasser habe ich einen Huhn gesehen, aber. Ja, gut, haben wir eine Hoe? Ja, haben wir. Danke. Dann nehmen wir mal die Hoe. Jetzt weiß ich gar nicht, wie waren das, aber drei, ne? 1, 2, 3, genau. 1, 2, 3, das sieht gut aus. 1, 2, 3 ist gut. 1, 2, 3 ist gut. 1, 2, 3. Hä? Halt nicht hier. 1, 2, 3 ist gut. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Wow. Und eins, zwei. Ah, genau bis in die Ecke. Easy. So, also was hinter ist, ist mir egal. Erstmal. Solange wir nicht wissen, wie wir diese Radioaktivität da wegbekommen.
Ist das erstmal nicht benutzbar? Sonst haben wir direkt genmanipuliertes Gemüse. Ich meine, gut, wäre realistisch, so, aber muss ja nicht sein. So, wieder ein bisschen was angebaut. Dann können wir jetzt mit dem Mehl, was wir haben, gleich mal gucken. Hier ist genug Glas. Ah ja, jetzt sogar schon viel zu viel Glas. Oh, wir sind voll. Ja, leg mir am Arsch. Wir brauchen das da. Wir brauchen vor allem mal Platz. Heilige Scheiße. Wo ist unser ganzes Gemüse? Hier. Du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Du kommst rein. Schon besser. So, Baumatz, da kommst du und du und. Siehst du, was hier irgendwie auch noch mit rein kann? Ist das hier? Die Schilder. Ach, die kommen. Die packe ich mal da hinten hin. Also lass mich durch, ich bin Arzt. Die packe ich mal hier mit rein. Genauso wie du da auch wieder rein kannst, erstmal. Sind ja geschützte Kisten, ne? Ja, genau. So. Was wir brauchen, ist ein. Achso, Schneidbrett. Ich brauche noch ein Schneidbrett. Hatten wir nicht ein Schneidbrett gehabt? Ah ne, Mörser brauchen wir ja. Nevermind. Schneidbrett brauchen wir, wenn wir Gemüse in Scheiben schneiden, also Ananas zum Beispiel. Da brauchen wir ein Schneidbrett, aber das haben wir noch gar nicht. So, du nach da, du nach da, du nach da, du nach alles. Dankeschön. So, du nach da, du nach da, du nach da und alles. Dankeschön. Haben wir eigentlich bisher noch keine von diesen anderen Mehlarten? Nö. Ah, da würde ich ja fast lieber am liebsten nochmal eine Runde machen. Um ein bisschen von diesen anderen beiden Mehlarten klauen. Aua, lass mich in Ruhe. Ich bin Arzt. Hä? Was will ich denn jetzt hier? Nevermind. Ich wollte doch das Mehl in den Ofen hauen. Da rein. So, da haben wir Glas. Jetzt mal schauen, wie war das? Deine Mutter. Wie war das jetzt? Wir brauchen. Nein. Gib mir mal erstmal so 30. Ist eine schöne Zahl. So. Was mache ich jetzt hier eigentlich? Hier wollen wir mal anfangen. So. Das sieht ganz annehmlich aus. Achso, brauchen wir den Schraubendreher. Ach, verdammt. Gut. Machen wir am besten nächste Folge. Von daher. Bis dann.